Wirksame Medizin. Endlich ein Segen. Schaden. Plus 30% Schaden. Bis zum Lagern. Muss ich ja fast Lagern ein bisschen rauszögern. Krass. Ach so, sind bloß die Viecher. Na gut. Lieber so als irgendwie andersrum. Auf ein gewisses Wunder, allerdings bin ich kein Heiliger. Es hilft wirklich, den Stress zu reduzieren. Krass. Auf jeden Fall muss ich mal eine Heilung hier raushauen. Für wen? Gubi. Vampirgeister? Betäubt? Gegen Schwächung. Alter, der hat ja mega viele Krankheiten. Okay, mit dem muss ich irgendwie mal... Den muss ich mal reinstecken. Nicht schon wieder. Es ist jedes Mal. Aber zum Glück positiv. Ich brauche die Bilder eigentlich. Nicht die Bandagen dafür wegwerfen, ist die Frage. Ich kann nur drei Bilder gleichzeitig mitnehmen. An einem Stack. Was ein bisschen doof ist. Oder muss auch nochmal lagern. Die Viecher. Bringt die erstmal direkt zum Bluten. Du wirst am längsten davon profitieren können. Ah, die haben ganz schön genug Giftresistenz. Krass. Dann. Einfacher Durchwurf. Und sogar 13 gewürfelt. In deinen Kräften mal wieder. Das ist die deutlich harmlosere Variante, oder? Vielleicht auch nicht. Heilt mich! Du bist der Heiler, du Volltrottel. Null. Wie wär's. Und bluten. Wie wär's, wenn du Volltrottel, dass du dir ein bisschen Mühe gibst? Und die treffen halt immer noch. Trotzdem plus ausweichen. Drei bis fünf. Vier bis acht. Ah, Spiel des Todes. Facing the abyss. Ich kann ihn nicht heilen. Also er kann sich nur selbst heilen. Und er blutet halt, der Volltrottel. Wie wär's, wenn man dich sinnvoll heilen würde? Nicht bloß 0 bis 5. Oh Mann. Das ist halt so unzuverlässig komplett. Das ist also die Runde nach Tod, also nur zwei Leben und der Blut für drei. Skorbut. Na geil. Er ist wieder anders, weil es so viel blutet, Alter. Jawoll, das ist doch mal eine Heilung, Junge. Ein halbes Leben wieder drauf. Sehr gut, tot. Wieder Waffen hier.
Plus 14 ausweichen. Ich schaffe es noch nicht auszuweichen. Wo wird zu den Bandagen? Oh, der blutet noch. Dann kann ich dem wieder ein Bluten geben. Giftfeuer. Giftfeuer kann ich auch den machen. Ja, blöd. Aber er ist trotzdem vergiftet. Damit ist er auch tot. Heil dich selber. Ordentlich. Ach, Mann. Flacker, ey. Unforeseen. Unforgiving. Slowly. Gently. This is how a life is. Zwei Schlüssel gleich bekommen. Eine Büste. Hey, lass ich liegen. Dann gehe ich erst campen und dann mache ich das auf. A spark without kindling is a goal without hope. So. Du machst erstmal die Banditenschnur. Die ist nämlich ziemlich awesome. So. Stressschaden. Plus Abwehr, plus Schaden. Kostet 4. Plus Ausweichen, plus Crit. Plus Ausweichen, plus Crit. Kostet auch 4. Galgenhumor. Den brauche ich mal. Wie viele Abenteuer braucht man, um eine Gruppe zu verrecken? Chance auf Erkunden, Stressschaden. Und das werde ich mal machen. Ich blute noch 2. 3 kann ich mich selber. Nein, kann ich nicht. Ansonsten habe ich es nicht. Zu einem fortwährenden Herzschlag ist es in Bewegung zu bleiben. Oh. Gesund, zumindest heute. Sieht übel aus, aber wir haben hier nichts zu befürchten. Wir haben kein Feuer, sondern wir müssen uns zusammenreißen und durchhalten. The light, the promise of safety. Und schon wieder sind die Bilder voll. Tja, dann muss ich sie zurücklassen. Kann sie nicht mitnehmen. $250. Gift ist, glaube ich, nicht so sehr das Problem. Ja, ich weiß. Rotes Blut überall. Du kannst mal eins essen, weil... Ne, sowieso. Ungerade. Gibt's ja, wobei ich mir brauche, ja. Na, egal. Erkunden. So, 100% Raumkämpfe. Zwei Raumkämpfe haben wir noch vor uns. Einmal da oben, einmal dort rechts. Oh. Jetzt habe ich Glück gehabt. Ich habe den genommen. Mit 40% Falle. Okay. Die Aufgabe bleibt dieselbe. 1000 Gold. 300 kann ich nicht mitnehmen. Das denn? Trommel des Verderbens. Exposed to a killing blow. Die haben Giftwiderstand, die haben Blutenwiderstand. Alter, Leichenfresser. Ne, Durchwurf. 6 bis 13. Jawoll! Einer raus. Klauen. Sehr gut. Und daneben. So, die haben Bluten auch ziemlich hohen Widerstand. Krass, Mann. 7 bis 13. Ah, schade. Mal stärken hier. Dann heilen.
Ach, der blutet wieder dabei. Das hat schon mal irgendwie besser funktioniert. Blitzende Dolche. Beide neun. Oh, man gibt so Wunder. Wie oft sagst du das noch? So, Leute anbrüllen. Dabei einen töten. Vorne Bandage. Wir haben leider keine Bandage. Auch wenn du das vielleicht nicht hören magst. Traum mit deinen Kräften. Nicht gut. Heilen. Jawohl. Seht ihr voll. Pistolenschuss. Bam. Ich kann nichts davon mitnehmen. So too will resistance. Ich kann nichts davon mitnehmen. Wie sieht denn die Karte aus? Ich brauche keine Schaufeln mehr. 1000 Gold. Und für 250 für ein Wappen. So. Opferstein, Weihwasser. Gegenstand zeigt keine Wirkung. Gegenstand zeigt keine Wirkung. Gegenstand zeigt keine Wirkung. Gegenstand zeigt keine Wirkung. Sündige Verhalten ist überwunden. Trick entfernt, Stress essen. Nice, das ist mir gerade 4.500 erspart. Geil. Das ist geil. Jetzt hat er überhaupt keinen negativen Trigger, nur einen positiven. Nett. Knuffi, ich glaube, du wirst noch eine Weile hoffentlich leben. Wenn du mir jetzt gleich verreckst, habe ich ein Problem. Bandagen habe ich nicht mehr, die ich dazu bräuchte, damit ich den scharfen Scheiß dort zurechtkomme. Essen könnt ihr gerne nochmal, mir egal. Was bist du denn für ein Vieh? Riesiger Leichenfresser. 48 Leben. Und wir schon gegen alles. Jo. Geil. Ne? 5 bis 9, 5 bis 9, 6 bis 13. Nee, dann. Ne? Hier. Ja. Da wie schon gegen Bluten, ey. 6 bis 3. 3 bis 6, oder? 3 bis 6, 3 bis 6. Bin ich hier schon besser, wenn ich das benutze. Jetzt mal buffen wieder hier, dass wir ein bisschen ausweichen können und so. Und beide ausgewichen. Das ist doch kacke. Jetzt hauen die mich kaputt. Beuteschwächen? Ausgewichen, sehr gut. Das ist hilfreich. Ich fühle mich schon. Verständlich. Kann ich dir aber nicht wirklich helfen. 7 bis 13 versus 6 bis 12. Ein Schadenpunkt für Bluten. Nicht so aus. So, einer tot. Debuffen. Clown. Ein Crit. Ich brauche einen Heiler. Kriegst du. Kriegst du. Guck mal. Aber der Heiler ist leider unfähig. Ich kann da nichts dafür. Reiß dich zusammen, sagt der Heiler, der es nicht gebacken kriegt. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Jawohl. Decisive pummeling. Verzeihung, darf ich mal? Okay. A trifling victory,
But a victory nonetheless. Abenteuer kurz fortsetzen. Da. Folgendes Fach. Die kann ich nicht mitnehmen. Da kann ich das hier wegwerfen. Kann ich das mitnehmen? Kann ich das wegwerfen? Kann ich das auch noch mitnehmen? So, gehen wir raus. Hat wieder funktioniert. Their confidence is shaken. Die sind fast Level 4. Krass. Unbeugsam. Ersetzt harter Schädel. Walddieb. Unwirksam. Hysterische Verblendung. Ein Stress über 20. Aufbäumen. Zurück zum Dorf. Hat eine Ausbildungsmission eine einen noch größeren Spendhaus Goldmünze verloren. Bist ein Arsch. So, nach Stress sortieren. Du wolltest beten, ne? Genau. Bete. Kopie hat 58. Da wollte ich eigentlich schon. Auch ihr was dann. Auch jeweils dann irgendwo. Hier komm. In die Tiere meiner Runde. Flacker. 54. Kannst du jetzt dann mit mir beten? So, Knuffi. 53. Du musst irgendwann zurechtkommen. Oder schick dich in die Taverne. With enough ale, maybe they can be inured against the horrors below. So. Na, Stufe sortieren. Nicht nur Dodge, die Stufe 3 ist, die momentan zur Verfügung steht. Porträts. Wo brauche ich Porträts? Also irgendwas wollte ich noch Porträts haben. Zum Ausbilder der Taverne? Miet? Nein. Gilde? Gilde braucht die Porträts. Ja. Aber da will ich noch ein bisschen sparen eigentlich. Ich brauche unglaublich viel. Taverne wollte ich ja nicht. Kloster brauche ich Büsten und Dingens. So, die Kirche noch mal ein bisschen upgraden. For some, a tonic against the bloodshed. Sanitarium. Ah, ich wollte auf jeden Fall auch jemanden behandeln. Bringe ich behandeln positive Ticks. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, so diese Krankheit zu behandeln. Behandlungskosten sind natürlich wichtiger. Experimental techniques and tonics can overcome things a sharpened sword cannot. Hetakie, hysterische Verblendung. Hier, Dodger. Krankheit. So. Kram. Tollwut, das wollte ich dir lassen. Ja. Wir hier vielleicht noch mal. Aberläste. Wir haben eine Aberläste. Wahnsinn. Shoot, bandage and pillage. The Dancing Steps of War. Ja. Büdi, du bist aber Liste. Die muss ich auf jeden Fall nochmal hochleveln, weil die ist ziemlich krass stark. Hab ich doch auf jeden Fall hier was. So. Hier plus Crit für aber Liste direkt mal reinpacken. Was hat sie denn eigentlich? Bekannter Betrüger, okay. Und sie will verlangen nach Alkohol, so. Fernkampf, okay. Wie viel Schaden macht sie? 4 bis 9 bis jetzt. Oh, sie hat auch eine Zielmarkierung. Ist doch das gleiche, was der Kopfgeldjäger auch hat. Betäubung entfernen. Markierung des Ziels aufheben. Plus im Schaden gegen Schwächung. Fackel plus 3. Aha. Erstversorgung.
Zufälliges Ziel, Fernkampf. Selbst plus 5 Geschwindigkeit. Alle Gefährten Heilung um 35%. Nice! Bola. 1 Rückschlagen, 75% Grundwert. Sperrfeuer. Sperrfeuer ist, glaube ich, cooler. Oder? Schnellschuss. Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich das ist ja die Hauptschadensfähigkeit. Präziser Schuss. Ah, hier habe ich jetzt zumindest schon mal ein bisschen zugemauertes Dach. Das ist ja auch schon mal hilfreich. Hier komme ich. Ah, will mal das Bordell noch. Drink, a game of chance and companionship. Sieht schon ein bisschen mehr aus wie ein Dorf hier. Alles sieht schon ein bisschen mehr aus wie ein Dorf. In time, you will know the tragic extent of my failings. Bisschen die Kommanden, bisschen die Kommandenfürsten. Okay, die Varianten, gibt es noch schwere Varianten. Wie viele Viecher der angelockt hat, krass. Wieso verfolge den ersten Angriff auf den dunkelsten Dungeon ab? Dunkelste Dungeon, Experte Stufe 6. Okay, sollte ich wohl auch Experte Stufe 6 sein. Minus 20% Stressschaden. Buch der Vernunft. Das ist meine Ansage. Das werden wir dann als nächstes angehen, denke ich.